Heute in Berge im Porträt, ein Berg, der mit einer langen Geschichte, vielen einzigartigen Eigenschaften, einer beeindruckenden Form und unglaublich vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten verbunden wird. Sprechen wir also heute über den höchsten Berg Südtirols, den Ortler. Der Ortler. Er steht in der italienischen Provinz Südtirol und thront mit seinen 3905 Metern hoch oben über dem Ort Sulden. Schon die Anfahrt nach Sulden entspricht einer Reise. Die Aussicht in Südtirol und den höchsten Bergen der Region ist nämlich wahrlich beeindruckend. Doch was ist eigentlich der Ortler? Was macht ihn so besonders? Starten wir da, wo auch der Ortler seine Besonderheit erstmals gewonnen hat, mit einem sehr weiten Blick in die Vergangenheit. Blicken wir in das Jahr 1804, in eine Zeit, in der noch ein Kaiser in Zentraleuropa herrschte. 1804 beauftragte der Habsburger Johann von Österreich die Besteigung des Ortlers. Zufall war das keiner, denn er erkannte bei einer Rundreise schnell, dass der Ortler wohl der höchste Berg dieser Region sein musste. Seine Augen täuschten ihn nicht, sodass er nun ein Ziel gefunden hat. Doch da weder Kaiser noch Könige jemals die athletischsten Alpinisten waren, beauftragte er in adeliger Manier das einfache Volk, um diese Besteigung über die Runden zu bekommen. Doch selbst die Koordination dieser Erstbesteigung übernahm er nicht selber. Diese Aufgabe übergab er einem seiner Beamten, nämlich Johannes Gebhard. Gebhard plagte sich ab dem 28. August 1804 mit der Suche nach fähigen Personen im bäuerlichen Dorf Sulden, um die Besteigung des Ortlers zu realisieren. Doch neben Scharlatanen, Schwindlern und schlichtweg alpinistisch ungebildeten Bauern fand er herzhaft wenig Bereitschaft. Eine Erstbesteigung gab es unter diesen Bereitwilligen nicht, auch wenn sie noch so gut bezahlt würden. Doch wie der Zufall es wollte, erschien nur ein Monat nach Gebhards Ankunft der Jäger Josef Pichler. Pichler war vertraut mit dem anspruchsvollen Gelände in den Bergen, vor allem dem Fels. Doch ein geschenkter Aufstieg sollte es trotzdem nicht werden. Entgegen den ersten Vermutungen, dass der Ortler von Sulden aus am einfachsten zu besteigen sei, verlagert er seinen Standpunkt nach Trafoi, auf die fast gänzlich andere Seite des Ortlers. Und was soll man sagen, aus heutiger Sicht hätte er es kaum schlechter treffen können. Aber gleichzeitig gibt ihm der Erfolg trotzdem recht. Schließlich konnte Josef Pichler den Berg über den hinteren Wandlern tatsächlich erst besteigen. Das galt damals als alpinistische Sonderleistung. Schließlich entspricht seine Route dem Schwierigkeitsgrad 3, Eisflanken bis zu 50 Grad Steilheit und vor allem gilt sie als äußerst gefährlich. Stein und Eisschlag sind bis heute ein andauerndes Problem der Josef-Pichler-Route über die hinteren Wandeln. Doch ganz sicher konnte man sich nicht sein. Denn Josef Pichler offenbarte seine exakte Route nie. Mag es wegen den mangelnden Fähigkeiten zur Skizzierung und Dokumentation so gewesen sein, oder vielleicht weil er ein raffinierter Alpinist war, dem die Sonderstellung seines Aufstiegs wichtig war und er keine Nachahmer wollte. Darüber kann man heute nur spekulieren. Aufzeichnungen zufolge war Josef Pichler aber kein Mann der Gemeinschaft. Er machte sich einen Namen als Wilderer und trotzdem auch sehr begabten Bergsteiger. Schließlich schaffte er es, diese Route ohne Seil und ohne weitere Ausrüstung zu durchsteigen. Doch zwischen Josef Pichler und dem Ortler war nicht ansatzweise alles gegessen. Erneut beauftragte der Herzog Gebhard für neue Experimente am Ortler. Doch seine Leistung bei der Erstbesteigung sollte erneut Pichler an die Reihe kommen lassen. Mit ihm drei weitere Kollegen. Es ging um die Erstbesteigung des Ostgrats. Der, wie sie es nannten, hintere Grat sollte also an der Reihe sein. Machbar erschien die Tour jedenfalls, wenngleich auch sehr anspruchsvoll. Und für Pichler war es auch ein Erfolg, wenngleich er seinem Auftraggeber ebenfalls den Gipfel zeigen wollte. Möglich wurde das jedoch nicht, da die installierten Fixseile für Gebhard durch die Witterung zerstört wurden und somit der Beamte nie die Ankunft der Seilschaft am Gipfel überprüfen konnte. Und noch brisanter, im naheliegenden Mals glaubte kaum jemand dem Erfolg von Pichler. Es galt also einen Beweis anzufertigen, der die Besteigung des hinteren Grats, später auch als Hintergrat bekannt, bestätigen würde. Und was soll man sagen, ja, der Beweis der Besteigung kostete wohl 100-mal mehr Mühen als die Erstbesteigung selbst. Schließlich war es noch das Jahr 1805. Mittels Fahnen und Brennmaterial, welches mühsam über mehrere Male hinaufgeschleppt wurde, gelang es jedoch letztlich, die Besteigung auch allen Menschen im Tal unten zu bestätigen. Und weiters folgten dann auch Ambitionen der Habsburger, eine Hütte am Berg zu errichten. Die ersten Pläne für den erleichterten Aufstieg auf anspruchsvolle Berge wurde geschmiedet. Doch dazu kam es aus historischen Gründen letztlich nicht. Vielmehr aber blieb der Welt Josef Pichler als erfahrener Ortlerführer bestehen
und verstarb letztlich im stolzen Alter von 70 Jahren auf seinem geliebten Ortler an Altersschwäche. Dann passierte lange Zeit nichts mehr. Die Jahrzehnte vergingen, doch der Ortler war ein Berg für die Geschichtsbücher geworden. Mehr nicht. Bis eines Tages wieder erneut das Interesse durch diverse neue Versuche von Trafoy und Sulden aus für Aufsehen gesorgt haben. Unter ihnen ein Name, der in den Geschichtsbüchern über den Alpinismus des 19. Jahrhunderts nicht fehlen darf. Julius von Payer. Ein ostösterreichischer Offizier und später Ritter, der sich im Laufe seines Lebens auch als Polarforscher etablierte und als Abenteurer galt. Er schaffte es zusammen mit dem Bergführer Johann Pinkerer, den heutigen Normalweg zu entdecken. Ein Normalweg, der leichter als alle bisherigen Aufstiege sein sollte und vor allem insgesamt auch begehbarer und sicherer sein würde. Eine Entdeckung, die alles verändern sollte. Was sich Josef Pichler und Julius von Payer wohl heute denken würden, wenn sie wüssten, was aus ihrem Berg wurde, es wäre nur zu spannend, das zu hören. Denn der Ortler, der veränderte sich nach diesen Erfolgen rasant. Waren es zu diesen Zeiten noch 10 Besteigungen in 50 Jahren, waren es Anfang des 20. Jahrhunderts 60 Besteigungen. Pro Tag. Zum weiteren Boom am Ortler trug vermutlich maßgeblich auch die Errichtung der Schutzhütte bei, die dem Erstbegeher des Normalwegs zuliebe Payerhütte getauft wurde. Der Ortler wurde mit Stahlseilen versichert und die Wege erleichtert. Ebenfalls um diese Zeit wurde der Hintergrat wiederentdeckt und auch der Hochjochgrat erstmals dokumentiert und durchgestiegen. Und zu guter Letzt der Martelgrat und der Rotböckgrat um die Jahrtausendwende 1899 und 1904, die beendeten dann die Erstbegehungen der Grate am Ortler. Doch nicht nur die Grate, auch die Wände des Ortlers zogen Alpinisten an. So auch die beiden Popstars im Alpinismus des 20. Jahrhunderts, Willi Merkel und Willow Welzenbach, die ihre Erstbesteigung der Nordwand nicht vollenden konnten. Doch die berüchtigte Nordwand wurde nur kurze Zeit später von Hans Ertl und Franz Schmidt durchstiegen, sodass auch hier neue Experimente in einer Wand eröffnet wurden. Unzählige Routen und vor allem auch Varianten ergaben sich über die Jahrzehnte an dieser Wand und am kompletten Berg. Wohl eine der berühmtesten Routen, die Route der Erstbegeher mit einer spannenden Variante von Reinhold und Günther Messner, der direkten Variante über den auslandenden Hängegletscher der Nordwand. Wo man auch hinsieht am Ortler, es gibt unzählige Varianten und Routen in allen Schwierigkeiten. Doch die andere Wahrheit ist eben auch, kaum ein Berg hat so viele Routen und so wenige Begehungen selbiger. Denn klar, auch wenn der Ortler jedes Jahr tausende Male bestiegen wird, sämtliche Aufstiege konzentrieren sich auf zwei Wege. Den Normalweg und den Hintergrat. Die Gründe dafür liegen im Grundproblem des Alpinismus des 21. Jahrhunderts begraben. Der Suche nach dem leichtesten Weg, weil der Gipfel das Ziel ist und nicht der Weg. Doch die ganze Wahrheit ist das auch nicht. Denn es liegt auch an den dramatischen Veränderungen des Klimas. Der Ortler lebt von seinem Eis. Er ist insgesamt ein bröseliger und instabiler Berg. Die Eis- und Firnmassen sind die einzige Garantie für die fortbestehende Existenz des Ortlers. Und genau diese Massen werden Jahr für Jahr erschreckend weniger und das sehr schnell. Ist das der Tod des Ortlers? Zumindest der Tod vieler Routen. Die Nordwand beispielsweise zeigt das ganz gut. Nur noch 2-3 Varianten der Nordwand sind rein geologisch und glaziologisch betrachtet überhaupt noch möglich. Und die verbleibenden sind äußerst riskant, teilweise sogar lebensgefährlich. Die Aufstiegsmöglichkeiten beschränken sich auf wenige Tage im Jahr. Die Bedingungen entscheiden immer öfter über die Möglichkeit der Tour. Und das trifft nicht nur bei der Nordwand zu, auch die Ostwand und manche selten begangenen Gratvarianten sind von dieser Tatsache betroffen. Auch wenn die historisch wichtigen Wege des Ortlers sterben, deren Begehungen beschränken sich teilweise auf die Erstbegehung allein, wurden also nie wiederholt und wenige von ihnen vielleicht ein- oder zweimal. Das trifft auch beispielsweise auf die Messner-Routen zu. Denn 200 Jahre nach Josef Pichler versuchte Reinhold Messner erneut die Durchsteigung der Erstbegeherroute, fast gänzlich ohne wirkliche Informationen über den Routenverlauf. Tatsache war aber, der ursprüngliche Routenverlauf ist mittlerweile völlig unmöglich geworden. Doch heute konzentrieren sich die Massen ohnehin auf den Normalweg und den Hintergrat. Der Berg ist vollkommen überlaufen. Parallelen zum Matterhorn, dem Mont Blanc oder dem Großglockner kommen auf. Haben sie jedoch alle etwas gemein, was der Ortler nicht hat? Sie sind entweder der höchsten Berge einer Region oder ein besonders eindrücklicher Berg. Der Ortler ist, mit Verlaub, das alles eigentlich überhaupt nicht. Er ist ja der höchste Berg Südtirols, aber das ist ungefähr so spektakulär, wie das der Dachstein der höchste Berg der Steiermark ist. Was macht ihn denn dann so besonders? Die traurige Tatsache ist, der Ortler ist hoch und gleichzeitig ist dieser in dieser Höhe ein sehr leichter Berg über den Normalweg. Der Talort ist enorm weit oben, es gibt hunderte Bergführer und die Hütteninfrastruktur ist gut. Außerdem das Marketing.
Mit den Skigebieten in der Umgebung und dem aggressiven Marketing des Tourismus in Südtirol wurde der Ortler zum Wahrzeichen. Aber nicht zum Wahrzeichen des Alpinismus, sondern zum Wahrzeichen der Wirtschaft. Der Ortler war historisch der wichtigste Berg der Ostalpen. Noch weit vor dem Großglockner, der Zugspitze oder dem Piz Bernina. Doch seien wir uns ehrlich, wegen Josef Pichler steigt heute kaum noch jemand auf den Ortler. Doch was ist es dann? Was macht den Ortler so beeindruckend? Ich glaube persönlich ist es die geringe Schwierigkeit, gepaart mit der Höhe und einem enormen Angebot an Führungen, schnell und einfach. Aber vielleicht liege ich da auch ganz falsch. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wieso ihr glaubt, dass der Ortler so ein berühmter Berg ist. Mich würde eure Meinung diesbezüglich sehr interessieren. Selbstverständlich habe ich viele Infos hier vergessen. Aber ihr seht, das Video ist schon viel zu lang geworden. Natürlich könnte man auch noch auf den Ersten Weltkrieg eingehen. Man müsste auch noch auf viele geologische spezielle Eigenschaften eingehen. Aber ihr seht, ja, die Zeit. Aber ich kann versprechen, im Jahr, das übermorgen beginnt, wird es ein ausführliches Video zu einer angeblich vergessenen Route in der Videoserie Alpaka am Berg geben. Wenn euch diese Videoserie gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Projekt Alpenacademy finanziell unterstützt. Diese Videos sind sehr viel Arbeit, vor allem in der Recherche, weil ich hier immer äußerst gründlich und ganzheitlich arbeite. Wenn euch auch das einen kleinen Kaffee wert ist, bedeutet mir das wirklich viel. Alle Informationen dazu findet ihr hier. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!